Hallo zusammen. Aus gegebenem Anlass mache ich heute einmal den Wochenimpuls. Ich bin Jasper und ich habe euch was zu sagen zum Erntedankfest. Also, Freunde, wie geht ihr eigentlich mit der Schöpfung um? Kommt doch mal auf meine Augenhöhe und schaut euch mal an, wie viel Dreck in dieser Seelsorgeeinheit liegt. Tja, jetzt sagt ihr vielleicht, aber ich werf doch nichts weg. Aber bückt ihr euch eigentlich auch mal, um den Dreck aufzuheben? Oder kommt einfach mal mit auf die Kölner Landstraße oder an den Kamper Acker und nehmt mal eine Nase in meiner Höhe. Wie viel Abgase hier so durch die Luft gehen, da wären eure Lungen genauso schnell dunkel wie meine. Also Freunde, wenn ihr schon meint, Erntedank feiern zu müssen und Kürbisse und Bananen und Zwiebeln in die Kirche zu legen, dann feiert das nicht nur in der Kirche, sondern nehmt diesen Gedanken einfach mal mit raus. Wir gemeinsam, wir Hunde und ihr Menschen, wir haben nur eine Welt. Und mal ehrlich, die ist so schön. Können wir die nicht einfach bewahren? Ach, und da fällt mir noch eins ein. Wenn es schon um uns Tiere geht. Also, wenn ihr mal wieder ein Scheibchen Wurst aufs Brot tut, ja, dann denkt mal darüber nach, das ist einer von meinen Mitgeschöpfen gewesen. Hunde sind ja zum Glück nicht auf eurer Speisekarte. Aber die anderen Tiere, die für euer Essen sterben, denkt mal ein klein bisschen darüber nach, wie ihr mit der Welt, mit der Schöpfung und den Geschöpfen umgeht. So, danke für die Aufmerksamkeit, macht es gut und habt eine schöne Erntedankwoche. Tschüss, euer Jasper.